Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Alpha Saphir mit eurem Lieblings-YouTuber, dem Pokémon Tutorial TV. Heute zu Gast haben wir den lieben Vincent mit seinem Panzer-Aeron, der natürlich versucht, meinen Latias hier auf Level 62 zu besiegen, was natürlich eine kleine unmögliche Aufgabe ist. Aber das soll ein kleines Geheimnis bleiben, meine Damen und Herren. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier auf den Weg gemacht zu den geheimnisvollen Unterwasserruinen, von denen wir noch nicht mal so genau wissen, wo die sind. Ich hoffe, wir treffen auf Anhieb, weil ansonsten kann ich die ganze Route nämlich nochmal lang gehen und das wäre nicht so toll. Ja, das wäre nicht so toll. Ach Gott, bin ich da früher oft lang gesurft. Ich glaube, bis ich mal die Ruinen getroffen habe, bestimmt 3-4 Mal. Ich meine, da waren so 4 Felsen in der Nähe. Echt nervig. Ja, und ich wurde immer außenrum an die Felsen fortgespült. Ah, noch 2 Trainer. Ich habe eigene Methoden. Ja, deine SM-Methoden kannst du dir sparen, Markus. Stolrak. Hat ja übrigens an der Mega-Entwicklung eine ultra hohe Verteidigung. Soweit ich weiß, hat es tatsächlich so viel Verteidigung wie Potrot, wenn es eine Mega-Entwicklung absorbiert hat. So gesehen wird Potrot völlig unnütz, aber das ist nur ein kleines, aber feines Geheimnis. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, Potrot wird völlig unnütz und, meine Damen und Herren, Stolrak wird diesen Knirscher auch überleben. Ja, denn es hat sehr, sehr viel Verteidigung, auch ohne Mega-Entwicklung. Und es kann die Fähigkeit Steinhaupt. In der Mega-Entwicklung hat es sogar eine noch bessere Fähigkeit. Ich glaube, dadurch werden alle sehr effektiven Attacken zu 1,5er Schaden herabgestuft, was natürlich die Fähigkeit schlechthin ist, für ein Bowmon eine Attacke zu überstehen. Es ist also sozusagen ein Koloss-Rodos, den man nicht im ersten Zug besiegen kann. Und abstruserweise hat es, glaube ich, auch noch 412 normalen Angriff, wieso man Mega-Stolrak hier an der Stelle gar nicht so besiegen kann im ersten Zug. Und vor allen Dingen erstmal im ersten Zug meistens selbst eins auf die Fresse bekommt. Ja. Wollt denn so in dem Sinne besiegt? Es hat eins auf die Fresse bekommen. Aber das ist ja nur ein kleines, feines Geheimnis. Simsala, das nächste Pokémon. Heieiei, was der hier für Pokémon einsetzt. Ich wurde übrigens gefragt, warum meine Pokémon so schwach sind. Tatsache, warum meine Pokémon so schwach sind. Leute, ich trainiere ja auch einige. Nicht so wie hier ein paar andere YouTuber, nur 5, 4, 3 Stück. Ist doch kein Wunder, dass ich da auch mal etwas unter dem Level der Trainer bin. Ich meine, auf der Box habe ich ja auch noch Pokémon, die ich trainiert habe. Und ja, ich habe es auch unweigerlich mitbekommen, dass ich ein Pokémon Level 100 brauche, um ein legendäres Pokémon zu fangen. Ja, ich weiß noch nicht so recht, ob ich den Dragoran dann auf die Alpha Saphir irgendwie rübermogeln werde, weil ich habe schon eine Idee, wie ich das hinbekommen werde. Dann habe ich nämlich ein Pokémon Level 100 auch direkt. Aber ja, wir müssen ja erstmal gucken, dass ich irgendwie die Pokémon Level 100 hier rüberkriege. Ich denke, es wird nicht so einfach. Aber man kann es ja mal versuchen. So, Drachenpuls. Girafarik wurde besiegt. Oh. Ich habe verloren. Ja, schön. So, das Wasser ist tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja, mir wird ja eh nichts anderes übrig bleiben. Los, Koloss of Rhodos. Ich bin mal gespannt. Oh! Das erste Hindernis ist überwunden. Sei richtig, sei richtig, sei richtig, sei richtig. Das war ein bisschen arg einfach. Jo, dann setzen wir hier Taucher ein. Wunderbärchen. Und ich komme natürlich an der richtigen Stelle prompt raus. Och, jo.
So. Eine geheime Taucherstelle, die natürlich keiner kennt. So, und normalerweise Inschriften, ja. Oh, nee. Nee. Ich dachte, diese Punktschrift blieb mir erspart. Heieiei. Vorher konnte man übrigens nur an einer Stelle hier auftauchen. Und es war auch nicht markiert gewesen. So, für all diejenigen, die hier noch nie waren, das ist die Siegelkammer. Ja. Ich weiß nicht, das müsste Schaufler hier heißen. So, dann machen wir das einmal bitte. Terrainattacke Schaufler. Kamerad! Wunderbar! So, dann haben wir das auch hinter uns. Ei, so, so. Lauter Inschriften, meine Damen und Herren. Viele, viele Inschriften. So habe ich die Siegelkammer gar nicht in Erinnerung. Okay. Das müsste dann wohl heißen, Weilor, taut das hin? Wenn das ein L ist, also guck mal in die dritte Zeile, wenn das mit den drei Punkten ein L ist, also der vierte Punktbuchstabe, dann müsste das da oben L sein. Also Relikant zuerst und das andere müsste zuletzt heißen. So, wir versuchen es einfach mal, ne? Es kann ja nur schief gehen. So, Relikant zuerst, Weilord zuletzt. So, hoffentlich stimmt das. Oh my fucking God! Erdbebensequenz! Das hörte sich an, als würden irgendwo weit weg Türen geöffnet werden. Ach, der alte Pokémon Tutorial TV, das liebe Haus, kennt die Rätsel noch auf Anhieb. Wer braucht schon nervige Guides von Punktschriften, wenn man sie doch eh identifizieren kann? Ja, jetzt prall ich noch rum. Wartet mal ab, wenn wir später noch hier draußen sind. So, apropos. Achso, das lässt sich hier nicht einsetzen. Ah, so, wir müssen ja wieder, ja, tauchen. Also, ich komme aus der Siegelkammer leider nur mit Taucher auch wieder raus. Also setzen wir wieder Taucher ein. Oh. Ein Paradies für ein Getränk. Und da steht drauf, in roter Schrift, erhöhter Koffeingehalt, 32 Milligramm auf 1000 Milliliter, auf 100 Milliliter, auf 1000 Milliliter. Ja, was ist denn das für ein erhöhter Koffeingehalt hier? Na komm, dann wieder zurück an die Oberfläche der Tatsachen, meine Damen und Herren. So, da hätten wir auch diese Route für mich persönlich erkundet. Wir müssen hier nie wieder hin, meiner Meinung nach. Ja, so, Suri, Dausch, Fluffy. Wo fliegen wir denn als erstes hin, meine Damen und Herren? Wir haben ja jetzt die Qual der Wahl, sozusagen. Ja. Wie es geht mal in die Wüste, würde ich sagen, oder? Jawohl, ich hab doch gehört, es geht in die Wüste. Ja, so. Dann fangen wir das erste Pommon im Bunde. Der 4 übrigens mittlerweile. Weil wir können auch natürlich Regigas fangen. Wie das funktioniert, werde ich euch am Ende der drei Pokémon zeigen. Ja. Ach so. Was machst du denn hier auf der Nicht-Legi-Box, mein Liebes? Box 3. Was ein kreativer Name für legendär. So, wir nennen es jetzt mal einfach Legi, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Geht ja mich ja gar nicht, dass das hier gar keinen Namen hat. So, okay.
Legi. Wunderbar. Legi. So, dich brauchen wir nicht. Oh, noch ein Heieiei. Noch ein legendäres Bomben. So. Dann Sumpex. Ja, dich legen wir auch ab. Und wir brauchen Geradax. Wunderbärchen. So. Box nicht mehr weiter bearbeiten. Nein, danke. So, Pokémon. So, und Pokémon sind getauscht. Jetzt können wir auch unsere Pokémon heilen, wenn wir dann gerade mal hier sind. Für einen kurzen Moment. Aber nur einen wirklich hauchkurzen Moment nehme ich deine Pokémon in Obhut. Ja. So, dann würde ich mal sagen, Hörroute 12. Hep. Ja, natürlich. So, hep. Topschutz. Route 111. Wüste. Wüste of Doom. So. Und hier hat sich eine Höhle geöffnet. Die Wüstenruine. Okay, jetzt brauche ich den blöden Entzifferungsguide. Wo habe ich denn mein Lösungsheft für Blattgrün? Das hatte ich doch hier irgendwo unter den ganzen anderen Unterlagen. Ich könnte natürlich jetzt raten, aber das wäre nicht so der Sinn und Zweck der Sache. Ach Gott, dass ich das jemals brauche hier, habe ich nie gedacht. Jetzt sucht ein Pokémon-Tutorial TV ein Heft, das er natürlich nicht finden kann während einer Folge. Einen Augenblick. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder da. Und ich bin eines Rätsels schlauer, meine Damen und Herren. Nintendo war so klug und hat damals in Feuerrot und Blattgrün die sogenannten Trainers Guides hineingemacht, von denen man auch wusste, dass auf der letzten Seite die Tabelle der Breileschrift auch drinne ist. Liebes Nintendo, wenn du schon Breileschrift in deinem Spiel hineinmachst, bitte legst du einen Guide auch rein und nicht pin-free, gratis. Ja, das war dann wohl für den Nintendo-Club der Letter. Jedenfalls heißt es Rätsellösung. Zweimal rechts. 1, 2, oh, bisschen schnell, vom Fahrrad hinunter. Und zweimal hinunter. Und dann Pokémon. Geradax, Tenne, Attacke und, ja, Stärke. Und mysteriöserweise öffnet sich dann eine Tür. Ha. Welches Pokémon uns hier erwartet, meine Damen und Herren? Regirock. Ich würde mal sagen, wir können abspeichern und das Ganze gechillt hier betrachten. Ja, Regirock sah damals übrigens ziemlich komisch aus. Vielleicht mal ein Screenshot. Hier ist jedenfalls Regirock, meine Damen und Herren. Ja, wir sind einen A-Knopf-Button entfernt. Hi, Regirock. Yay, Regirock. Gegen Latias. So. Mega-Entwicklung Donnerwelle. Das Pokémon ist ein Verteidigungskoloss. Ach ja, diese Musik. Sie erinnert mich an hart erbitterte Kämpfe gegen die Regis. Heieiei, Eisenabwehr. Das konntest du damals auf Level 40 nicht. Was ein Glück, konnte es damals auf diesem Level keine Explosion mehr. Ja, ich hoffe bloß, dass es das jetzt auch nicht kann. Dampfwalze. Ja, angriffstechnisch ist Regirock halt nicht das Beste. Wir testen mal Zitrimera aus. Ja.
Initiative sinkt, aber Regirock ist natürlich paralysiert. Wir könnten natürlich mal eine Verteidigungssenkung gebrauchen. Ich will halt Regirock auch nicht unbedingt zu sehr schwächen. Initiative sinkt, Angriff und Verteidigung steigen. Heieie, fünffache Erhöhung der Verteidigung. So, jetzt können wir auch Stärke raufhauen. Volltreffer! Gut gemacht, Geradox! Antikraft, Dampfwalze, Eisenabwehr und Fluch. Das sind die Attacken, vor denen wir uns fürchten müssen. Und wir sollten uns auch vor der Situation fürchten, dass uns die Hyperbälle vorher ausgehen. Oh Gott, ich habe vollkommen vergessen, dass ich so wenig Hyperbälle habe. Ich habe keine Acht mehr drauf gehabt. Ich habe so viele legendäre Pokémon einfach gefangen. Und gar nicht drauf geachtet, dass auch eventuell meine Bälle irgendwann alle gehen könnten. Ansonsten müssen wir Regirock mit dem Pokéball fangen. Das wäre sehr unglorreich. Notfalls haben wir auch noch gespeichert, aber es ist eine ziemlich ausweglose Situation, die wir hier gerade haben. Alter, das Pokémon ist genauso schwer zu fangen wie vor 10 Jahren anscheinend. Und das soll was heißen. Eieiei. Eieiei. Komm! Ich bräuchte mal wieder so ein Schnäppchen fangen. Das denkt noch nicht mal im Leben dran, überhaupt zu wackeln. Du kleine Spaßkanone. Übrigens ist die Animation für Spaßkanone sehr lustig, weil da wird man ein bisschen durchgeschüttelt. Ja, Regirock denkt aber nicht dran. Bleibt steinhart und cool. Ich kann auch noch 30 Hyperbälle auf dich werfen, du Ding! Überleg's dir mal lieber! Ja. Steinhart und paralysiert. Aber jetzt! Mann! Ich werfe dir 30 Kleinsteins über den Kopf, wenn's sein muss. Antikraft. Zum Glück sind die Werte noch nicht alle angestiegen. Wir sollten uns aber definitiv vor dem hohen Angriff fürchten. Falls Regirock doch sich überlegt, mehrmals Fluch einzusetzen. Ja, auch Geradax kommt allmählich in die bedrängliche Lage. Dass es gleich K.O. gehen wird. So, 34 Hyperball. Das heißt, nach dem 14. Hyperball werden wir auf die lieben Timerball wechseln. Wie viel habe ich denn davon? Ja, davon habe ich 49. Also das sollte eigentlich für diesen Kampf hier reichen. Dementsprechend noch 9 Hyperbälle, bis wir zu Timerball wechseln. Und ich glaube oder ich befürchte schon fast, meine Damen und Herren, ich befürchte schon fast, dass wir da drum nicht rumkommen werden. Alter, dieses Pokémon ist genauso eine Nervensäge wie vor 10 Jahren, ey. Ja, Geradax sagt schon mal Winke, Winke. So, was ein Glück habe ich teamtechnisch eigentlich ganz gut vorgesorgt. Mit Latias sollte ich ziemlich lange im Spiel drin bleiben. Der Kampf kann lange dauern. Das wird kein so einfacher Fang. Das wird kein so einfacher Fang. Schwebe von Latias wirkt. Wunderbar. Na hopp. Es wackelt zumindest etwas. Aber momentan ist an Drinbleiben noch nicht mal die Rede zu verlieren.
noch 6 Hyperbälle bis Timerball. Es ist mir eigentlich fast klar, dass wir auch dahin kommen werden. Antikraft zieht lächerlich in 9 kW ab. Alter, mir stockt der Atem wirklich, ey. Auf Dauer können wir natürlich über diese Strategie hier nicht Regirock fangen. Ich warte eigentlich nur noch die Züge ab, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es mit einem Hyperball drin bleibt. Paralyse ist natürlich wunderbar, so steigen unsere Chancen dann mit dem Timerball, wenn es richtig so liegen. Der hat dann immerhin eine Wahrscheinlichkeit von 3 und dann steigt sie jede Runde weiter an. Sollten wir in die brenzliche Lage kommen, tatsächlich über 50 Züge zu spielen, das kann bei Regirock der Fall sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch 5, dass ich mit dem Timerball richtig liege. Ja, bis jetzt nicht mehr als 2 Wackler. Ja, die Verteilung kann gar nicht mehr weiter erhöht werden. Noch 2 Hyperbälle. 1, 2. Der dritte Wackler bleibt bis jetzt vollkommen aus. Und das ist eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen. Meistens bedeutet er das, dass die Kämpfe elendlang werden. Und wie befürchtet, 20 Züge sind bereits vergangen. Dann müssen wir mal mit dem Timerball ran. Na hopp. Jetzt aber. So, Schluss mit lustig hier. Ja, da muss Regirock hier auch schon mal wackeln. Du kannst auch gerne 4-mal wackeln, bis du drin bleibst. Da habe ich keine Probleme mit. 2. Ja, es hält sich ganz schön hartnäckig. Seltenst, dass ich in Omega Rubin Alpha Saphir so Probleme hatte, ein legendäres Pokémon einzufangen. Das einzige Pokémon, wo ich mich erinnern kann, war eindeutig Lugia. Aber Regirock macht hier alle eine Ehre. Es bleibt felsenfest im Kampf. Unglaublich. Unglaublich. Wenigstens die Paralyse tut sein Restliches. Das verschafft Zeit und mir natürlich Chancen, hier Regirock erfolgreich einzufangen. Aber momentan sieht es ganz, ganz, ganz schlecht aus, dass ich hier überhaupt Erfolg haben werde. Bleib doch mal drin! Jetzt! 3! Ha! Glück gehabt! Hui! Und ich hatte schon die Befürchtung, dass ich Regirock hier nicht einfangen kann. Hey! Hallo, Steinchen! Steingipfelchen! Steingipfel. Regirocks Körper besteht komplett aus Steinen! Ah, Pokédex, deine Pokédex-Einträge sind auch immer klüger. Erst kürzlich stellte man erstaunt fest, dass die Steine an unterschiedlichen Orten ausgegraben wurden. Cool! Also das heißt, einmal ein Sahara-Steinchen, einmal ein Steinchen aus dem Amazonas River, einmal ein Steinchen aus Kalos, ein Steinchen vom Eiffelturm. Und so entsteht Regirock, meine Damen und Herren. Unsere neueste Attraktion, Regirock, das Stein-Pokémon. Das Kleinstein-Pokémon. So, Latias. Nicht regenerieren. Gut, dann machen wir hier. Ich will immer Terra-Attacke Äonflöte einsetzen. Ich habe keine Ahnung, warum. So. Gerlach hat wunderbare Arbeit geleistet. Natürlich auch Latias mit der Paralyse. Ansonsten wäre das hier wieder ein unmögliches gewesen.
Puh, da hatte ich nochmal Glück gehabt. Ich habe wirklich fast gedacht, diese Situation kann anders enden. Mich fragt sie ja eigentlich, wo ich Flottball kaufen kann. Weil den habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Nee, jetzt brauchen wir keinen Schutz erstmal. So, Hyperball müssen wir ganz, ganz dringend kaufen. Wir haben nur noch unter 30 Stück. 16, glaube ich, ne? So, was hast du denn? Wie viel Geld haben wir denn? Ja, es reicht immerhin mal. Ja, wir müssen so viele Hyperbälle kaufen. So, was können wir denn verkaufen? Gucken wir mal. Alphabet. Dann gucken wir mal vielleicht, ob wir irgendwo Nuggets haben. K, L, M. Hier müsste doch irgendwo Nuggets sein. Ja, läuft schon mal Bombe. Immerhin eine Riesenperle. Die bringt auch ein bisschen Cash. Schutzbrille, Stalos Need, Tohaido Need, Topschutz. Oh hey, davon haben wir auch noch ganz wenige. Mir ahnte schon, dass ich irgendwann langsam wieder irgendwo Geld verdienen muss. Und ja, das wird lustig. So viele Trainingsmöglichkeiten gibt es dann hier doch. Obwohl, es gibt hier viele Trainingsmöglichkeiten, aber dann muss ich sie auch nutzen. Manche Pokémon entwickeln sich, wenn man sie mit Freunden tauscht. Du bist mir aber ein schlauer Pokémon Ranger, mein lieber alter Schwede. Oder sollte ich sagen, alter Meteoraner, du Kleine. Was willst denn du? Diesmal werde ich Wiebke besiegen. Oder halt auch eben nicht. Meine Damen und Herren, auf Route 120 ist jetzt erstmal Schluss. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. In der nächsten Folge geht's hier weiter mit Brailleschrift, die man übrigens als Blinder hier auf dem Nintendo DS nicht lesen kann, weil normalerweise sind das Punkthervorhebungen. Und ja, auf dem flachen Bildschirm was Dreidimensionales darzustellen, ist wohl ein bisschen schwer. Meine Damen und Herren, liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin jetzt erstmal weg, euer Pokémon Tutorial TV. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play hier. Hier sind noch zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten, nämlich das Pokémon X Let's Play auf der linken und das Let's Glitch der 6. Generation auf der rechten Seite. Liken und favorisieren dieses Videos natürlich nicht vergessen und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch unter dem Abonnieren-Button abonnieren.